Die Zeiten, in denen bei Lamberts kulturelle Eigenarten vor allem zwischen Deutschen, Holländerinnen und Belgierinnen ausdiskutiert werden, sind lange vorbei. Heute sind Menschen aus rund 30 Nationen hier beschäftigt. Traditionell spielt die Saisonarbeit für das Unternehmen eine wichtige Rolle. Noch in den 70er Jahren produziert die Firma nahezu ausschließlich Produkte für das Herbst- und Weihnachtsgeschäft. 6 Monate wurde gearbeitet, den Rest des Jahres standen die Bänder still. Da hatte ja eine Saison, der hat aufgehört im Oktober, November und dann war bis Mai nichts mehr. Und die Frauen, die 10 Frauen, die bei uns arbeiteten im Stamm, die haben dann, weiß der Teufel, die haben in der Sonne gebadet auf dem Dach und so was alles. Wenn ein schönes Wetter war, haben wir draußen gesessen. Da war ja keine Arbeit die Monate. Ne? Heute macht das Unternehmen nur noch ein Drittel seines 500 Millionen Umsatzes mit sogenannten Saisonartikeln. Also mit Printen, Lebkuchen, Zimtsterne. Die Anfang September auf einen Schlag in die Läden kommen. Damit ist man Weltmarktführer in Sachen Herbst- und Weihnachtsgebäck. Wir müssen schon im Juni, Juli anfangen, auf diesen Zeitpunkt hin zu produzieren und Lagerbestände aufzubauen. Und wir haben in der Spitze, kurz vor der Auslieferung, haben wir 180.000 Paletten in unseren Lägern verteilt über die ganze Fläche. Und dann geht das auf Anschlag los, fordert der Handel, ordert er die Produkte. Und dann liefern wir bis zu 250 LKWs pro Tag aus. Wenn ich an Aachen denke, denke ich an Alemannia, an Reitsport und an Printen. Das CHIO, Weltfest des Pferdesports und das gesellschaftliche Ereignis in Aachen. Als einer der Hauptsponsoren verleiht die Firma Lamberts alljährlich den Lamberts Nationenpreis. Und diesmal sein persönlicher Gast? Pferdeliebhaberin Nastassja Kinski, die Hermann Bühlbecker vor einigen Jahren in L.A. kennengelernt hat. Mein Gott, was er sich so alles antut. Ne? Vor allem, dass er die Amerikaner dann kommen lässt und dann die einlädt und so weiter. Das ist, wenn er irgendwo scheinbar sehr nett aufgenommen wird, dann revanchiert er sich wieder, ne? Und dann lädt er den einen und die andere ein. Und so weiter, ja. Und wie gesagt, so ein bisschen Schauspielerei ist sicherlich bei ihm so ein bisschen noch so mit dazwischen. Ne? Ich bin der russische Botschafter in Deutschland. Seit 4 Jahren. Yes, I'm very happy to meet you. Ja, Deutsch. Ein bisschen Russisch. Und er kennt ein bisschen das. Deutsch. Einmal. Nee, das. Na, hier, komm. Okay. Darf ich Ihnen meine Boxweltmeisterin vorstellen? Really? Dann machen wir das heute Abend. Reiten und Boxen. Hermann Bühlbecker versteht es, Kontakte zu knüpfen und auch zu nutzen. Seine zuvorkommende, verbindliche Art ist sicher ein Baustein in der Erfolgsgeschichte seines Unternehmens. Es gibt so Menschen, die einfach auf jedem Niveau, auf jeder Welle sich auf Menschen einfühlen können, die total anders sind und die dann doch zusammenbringen. Leute aus der ganzen Welt und auch die halt sehr, sehr anders sind. Ne? Und dann plötzlich bringt er sie zusammen und dann ist eine Harmonie da. Und das ist einer seiner großen Talente, glaube ich. Das ist sehr schön. Und auch die Bundeskanzlerin bekommt ihre Geschenkkiste, ob sie nun printen mag oder nicht. Ich
Hermann Bübecker macht gar keinen Hehl daraus, dass er sozusagen die Medien oder sein gesellschaftliches Auftreten dafür nutzt, um seine eigenen Interessen, das, die Marke Lamberts voranzubringen, dass er das ausspielt. Das, da macht er gar keinen Hehl raus. Das macht er gut, das macht er konsequent. Das macht er, indem er dafür sorgt, dass, dass die entsprechenden Fotos von der Veranstaltung da sind, dass es eine Geschichte dazu gibt. Er hat, glaube ich, sehr gut gelernt, wie Medien, Boulevardmedien funktionieren. Wir kommen nun zur Siegerehrung in Lamberts Nation. Preis. Ladies and gentlemen, please join us now for the prize-giving ceremony in the Lamberts Nations Cup. Prizes are being presented by Miss Nastasia Kinski and Dr. Hermann Bübecker of Lambert. Isabel Wirth, Nadinka Fellmann, Heike Kemmer und Matthias Alexander Rath, das Team Deutschland. Seine schwerste Niederlage erleidet Hermann Bühlbecker Anfang der 90er Jahre. Lamberts versucht Kingcards zu kaufen. Die Firma aus Würselen bei Aachen ist jahrzehntelang Lamberts schärfster Konkurrent. Der Kauf scheint zu klappen. Doch dann überbietet die Firma Schöller Lamberts. Schöller gehört zu diesem Zeitpunkt zum Industriegiganten Südzucker. Das Zusammengehen der Sparte Schöller-Lebkuchen mit Kingcards schafft plötzlich einen riesigen Gegner direkt vor der Haustür. Zumal auch die Traditionslebkuchenmarke Häberlein und Metzger zu diesem Konzern gehört. Doch Hermann Bühlbecker lässt nicht locker. Dann habe ich ihm gleich gefragt, hat er gesagt, so, jetzt setzen Sie sich mal am Morgen. Jetzt erkläre ich Ihnen mal was. Hat er gesagt, passen Sie auf. Die Konzentration im Süßwaren sieht so aus, dass wir in 15 Jahren nur noch drei Größe Produzenten haben. Und wenn wir da nicht bei sind, hat er gesagt, wir können jetzt wählen. Das können Sie sich, wir beide können das jetzt wählen. Weil ich, der wusste ja, ich mache mir Sorgen um die Firma. Da hat er gesagt, wir bleiben jetzt so, wie wir sind. Okay, ich habe auch die Sorgen, Sie wahrscheinlich auch. Aber Sie müssen das nachher wohl Ihre Leute klar machen. Denn dann heißt es aber in 5 Jahren wahrscheinlich Balsam, hat er gesagt. Oder irgendwie eine andere Großkonzern, hören wir dann an. Denn so wie wir jetzt sind, sind wir nicht lebensfähig. Oder wir sorgen dafür, dass wir in 15 Jahren bei die 3 oder 4 Große sind. So, jetzt, das können Sie sich jetzt auswählen, hat er zu mir gesagt. Nee.